Freundlich, Rosi. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute zum Brunnenfest, wie wir es genannt haben, in der Wanderersiedlung recht herzlich begrüßen. Ganz besonders freue ich mich, dass Herr Frank Motzkus, Stellvertreter des Oberbürgermeisters, heute ebenfalls gekommen ist, um auch einige Worte zu sagen. Herzlich willkommen, Herr Motzkus. Herr Oberbürgermeister Seifert wäre auch. Dann Herrn Taube, den Statiker, die Fachingenieure und natürlich ganz herzlich Sie, meine lieben Mieterinnen und Mieter, die Sie uns die Treue gehalten haben und so brav die Miete zahlen. Oh, herzlich willkommen. Ich merke schon, Sie sind am Löschwagen, um tatkräftig Ihren Durst zu löschen. Viel Spaß dabei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder eins gedreht, das ich im Briefkasten fand und in dem die Mieter und Bewohner der Wanderersiedlung in einem dramatischen Rückblick deutlich machten, dass sie den Eindruck haben, sie sind im Rahmen der Gesamtsanierungsmaßnahmen der GEG vergessen worden. Initiator steht gerade vor uns, Herr Vorbrich, der mit großem Elan und unter Einsatz aller Energien, man sieht, er wird immer dünner, sich für diese Wanderungssiedlung mit Ihnen zusammen eingesetzt hat. Meine Damen und Herren, warum Brunnenfest? Mit dem Bau der Siedlung hier 1936 bis 1939 wurde auch dieser schöne Brunnen geschaffen, der dieser Wohnanlage seinen besonderen Reiz gibt. Gesprudelt hat er aber nur einige Jahre,
seit Kriegsende nicht mehr und die Ureinwohner der Siedlung werden uns das sicher bestätigen. Und welche Wohnsiedlung hat schon so einen Ort, wo man sich treffen kann und miteinander reden kann und von vergangenen Zeiten schwärmen kann? Ich denke, das ist schon etwas ganz Besonderes. Also wir haben das auch zum Anlass genommen, bei einer Konditorei, deren Namen ich aus Wettbewerbsgründen nicht nennen darf, aber die Sie alle kennen, eine Torte zu bestellen, die dem Brunnen nachgebildet ist und die Ihnen hoffentlich im Anschluss munden wird. Ich darf Sie dazu recht herzlich einladen. Bundesweit, weltweit kann man bekannt war, ist vor allem durch die Schreibmaschinen, die Conti-Schreibmaschinen bekannt geworden. Ich glaube, in den Jahren vor dem Krieg und auch noch danach gab es kaum eine Sekretärin, die nicht auf diesem Schreibinstrument rumgehämmert hat. Und es hat manche, da sie sehr robust war, manchen Zorn über die Chefs sicherlich überstanden. Die Wandersiedlung wurde gebaut für die Mitbelegschaft der Wanderwerke. Und mir liegt noch ein Mietvertrag vor aus dem Jahre 1939, vergeben an einen Dreher, der eine Dreizimmerwohnung, Küche mit Loggia, Korridor und Bad, Keller und Bodenraum bekam. Und in dem Mietvertrag steht, das Mietverhältnis endet ohne Kündigung mit der Beendigung der Zugehörigkeit des Mieters zur Gefolgschaft der Wandererwerke AG. Damals hieß die Karl-Dreis-Straße noch Planstraße. Und ich glaube, der Dreher, von dem ich spreche, Herr Müller, wo ist er? Gibt es nicht mehr? Ich dachte, der wäre noch unter uns. Schade. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wir sind glücklich, dass die Siedlung an die GG zurückgegeben worden ist. Wir sind glücklich, dass wir Ihnen sagen konnten, als wir sie zurückbekamen, wir fangen sie sofort an zu modernisieren. Wir sind froh, wenn wir, Herr Sierum, brauche ich nicht zu sprechen, Sie kennen das alle. Sie haben sicherlich alle die neue Wohnung gesehen, sich angesehen, was gemacht worden ist. Und insofern wäre die Beschreibung jetzt Eulen nach Athen tragen. Die, ja man kann sagen, Urgesteine der Siedlung sind und die nachher zum Schluss auch als erste ein Stück von dem hübschesten Mädchen, das wir in der Firma haben, ein Stück der Torte bekommen, damit sie sozusagen den Beginn auch gleich richtig genießen können. Also viel Spaß in dieser Siedlung, viel Spaß heute Nachmittag. Auch Herrn Pommrich, nochmal recht herzlichen Dank. Und ich darf dann Herrn Motzkus bitten, einige Grußworte an Sie zu richten. Schönen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Neukant, sehr geehrter Herr Arnold und sehr geehrter Herr Kranke. Ich überbringe Ihnen die Grüße der Stadt Chemnitz und insbesondere die Grüße von Oberbürgermeister Dr. Peter Seifert, der gern dabei gewesen wäre, wenn in seiner Stadt ein weiteres Zeugnis abgelegt wird von der Verbesserung der Lebensqualität und der Aufenthaltsqualität in Chemnitz. Erklärung vorlag, die Wanderersiedlung, insgesamt zu modernisieren und damit als eine in sich geschlossene Wohnanlage zu erhalten, zu beglückwünschen. 1939-40 vorzugsweise für die Beschäftigten der in der Nähe liegenden Wandererwerke gebaut, besticht die Siedlung heute noch als städtebaulich-architektonisches Ensemble in hoher Qualität, welches zu Recht unter Denkmalschutz steht. In Einklang mit der Wohnraummodernisierung, die auch Anforderungen in der Zukunft noch entsprechen soll, zu bringen. Grundrissänderungen wurden teilweise so vor der Jahre sich wandelt und im ersten BA schon gewandelt hat, in eine zeitgemäße, attraktive Siedlung, die allen heutigen Anforderungen entspricht, preisgünstig zu haben sind.
Für das Projekt waren diese Entscheidungen, wie wir heute alle sehen können, sicherlich nur förderlich. Wir Ausführenden sind stolz auf das, was wir hier geschaffen haben. Und das, so hoffen wir, zur Zufriedenheit unseres Auftraggebers und insbesondere zur Zufriedenheit seiner Mieter. Wir wünschen unserem Bauherrn der GGG für den ersten Bauabschnitt zu... Wie wir gehört haben, feiern wir nicht nur Brunnenfest, sondern auch 60-jähriges Jubiläum der Wanderung. Als ich eingezogen bin, in der Kreisstraße, war ich 4 Jahre alt. 1942 stand ich vor dem Brunnen mit meinem Bruder zum Schulanfang. Eine schöne Erinnerung. Wie wir sehen, hat alles eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Die Vergangenheit ist aufgerissen hier in Bad Windhöfel. Wie begann alles, der Einzug. Nach dem Krieg dann, wollte sich die Mieter dann auch selbst darum gekümmert haben, um die Wohnungen zu erhalten. Wo eben dann die ungeklärten Eigentumsverhältnisse schwer auch auf der Siedlung lasteten, was zum Ausdruck kommt, sollte die Siedlung verfallen. Und der GGG haben wir es dann in Hanauerkant zu verdanken, durch seinen unerlässlichen Fleiß und Einfluss, dass etwas geschieht. Und wir sind dankbar dafür. Das ist die Gegenwart der Rekonstruktion. Und wir hoffen, dass es auch weitergeht, dass wir in Zukunft ein Wohl, viel Wohnung haben in der Wandersiedlung. Danke. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt der genüssliche Teil. Ich werde jetzt gleich die Torte anschneiden und ich hoffe, Sie werden Verständnis haben, man muss ja eine Wahl treffen und am liebsten würde ich natürlich jeder Dame ein Stück Kuchen überreichen. Aber wir haben uns etwas anders entschieden und werden 5 Mieterinnen und Mietern, die seit zwischen 1939 und 1940 hier in diese Wandersiedlung eingezogen sind, gleich mit einem Stück Kuchen beglücken und dann stürmen Sie, was zu essen da ist, stürmen Sie den Getränkewagen, Sie können auch tanzen, die Musik ist... Und es gibt auch also Teller...
Den ersten Teil mit dem Herzchen drauf. Wo haben wir denn das Herzchen? Ja, genau. Bekommt Frau Ilse Meiner, eingezogen am 1.11.1939 und beschäftigt bei den Wandererwerkern im Lohnbüro. Ist sie da? Ach ja, wunderbar. Ja, mein Glückwunsch, dass Sie so lange durchgehalten haben. Sie sehen blendend aus. Das macht die gute Siedlung und die gute Pflege. Ja, ja. Bitte sehr. Danke vielmals. Ja, bei uns war eine ganze Familie. Ja. Mein Mann, der Vater, der Großvater, alle waren ihre 30 Jahre da in Betrieb. Ich war auch bis geheiratet. Das ist unsere 35 Jahre. Dann Herr Rudolf Pensel. Eingezogen am 1.5.1940 und Radrennfahrer in der Werksmannschaft der Wanderwerke. Eine alte Tradition, das Radfahren in der Stadt Chemnitz. Herzlichen Dank, dass Sie uns die Treue gehalten haben und guten Appetit. Dankeschön. Dann Herrn, das ist auch richtig, Herr Feuerland. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Herr Vollerham war bei den Wanderwerkern als Schlosser tätig, ab 1927. Ist richtig? Ja. Ja? Gut, guten Appetit. Dann Herr Helmut Mattes. Ist der da? Wo? 1934 Elektriker bei den Wandererwerken. Und, damit die Ehefrau nicht zu kurz kommt, Frau Lisbeth Mattes, auch eine Urgestein in der Wandersiedlung. Herzlichen Glückwunsch und guten Appetit. So, meine Damen und Herren, jetzt alles freigeben und eine Stimmung selbst hat noch nichts übrig bleiben. Guten Appetit und viel Spaß. Wir haben uns lange überlegt, was fangen wir an hier zu spielen. Eigentlich müssen wir spielen, aber bitte mit Sahne. Allerdings, dieses Lied haben wir ja leider in unserem Repertoire nicht mehr drin. Das heißt also, fangen wir einfach mal an mit einer Melodie, die sich dann nennt, wann fangst du denn endlich Musi an? Und dazu wünschen wir Ihnen viel Spaß und natürlich recht viel und guten Appetit. Ansonsten, wer natürlich gerne hier auf der Hartholzwiese tanzen möchte, kann das natürlich
selbstverständlich tun. Ja. Aber ich denke, die meisten sind doch etwas mit Gesprächen verwickelt, die. Ich denke nur manchmal dran. Vielleicht kommst du zurück zu mir, dann fangen wir nochmal an. Ich möchte dir ein hübsches Boot bauen und im Moment bald sein. Du musst mir nur ganz fest vertrauen, und ich lass dich nie allein. Ich möchte mit dir ein Luftschloss bauen, sag ja. Interessieren würden oder sollten, dann dürfen Sie ruhig mal hier hinter schauen und sich vielleicht so Souvenir mit nach Hause nehmen. Ansonsten, wie gesagt, ja, immer guckt ruhig mal vorbei. Das ist überhaupt kein Problem. Alles so, meine Gäste, also eine traurige Nachricht muss ich Ihnen trotzdem. Thank you.
Melodie, die auch wunderschön ist. Du bist das Salz in meiner Sünde. Zufrieden mit Ihrer Titel? Natürlich, immer, Herr Puppisch. Leider sind Sie nicht mehr der Chef. Nee. Was heute nicht da? Roland. Die Vertretung. Wunderbar. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Meine Gigaschlangen waren so eine Phase für die Male, meine Figur. Ein Wunder der Natur. Ich bin so stark und auch so wild. Ich streife es heiß und heiß gefühlt. Mit Pieschen im Gesicht scheint die Hosen es zu essen von den Anton aus Tirol. Anton, 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 Anton. Alles nette Leute, beziehungsweise ihr müsst ja auch, wenn ihr zusammen wohnt, miteinander auskommen. Das heißt, jetzt habt ihr dreimal die große Chance, euch ein bisschen unterzuhaken. Das heißt also, ein bisschen mitzumachen hier. Und das sind alles bekannte Melodien. Wir fangen einfach mal an auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Und los, jetzt bin ich gespannt hier. Jetzt will ich was sehen. Und der Reeperbahn nachts um 12:30. Es ist für dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Wer noch niemals in lauschiger Nacht eine Reeperbahn-Kumpel gemacht, ist ein alter
Thank you.
einen Kuss, doch es geht sich bei den einen, das geht mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich es satt, soll nicht böse sein. Und habe ich. Beziehungsweise die heute Nachmittag hier sich viel Mühe gegeben haben. Das heißt also die ganzen Organisatoren, die heute Nachmittag hier alles so wunderbar in die Reihe bekommen haben. Dankeschön hier vorne den zwei Damen. Allerdings, ja, es ist vielleicht mal ein kleiner Applaus wert. Ja, wisst ihr? Ja, habt ihr. Okay. Dankeschön. Ja, ihr merkt schon, wenn er nicht genug platzt, wir haben unseren eigenen Applaus mit. So, zufrieden sind. Das denke ich, wenn ich mich hier so umschaue, gibt es eigentlich keine Probleme. Ansonsten, liebe Gäste, möchten wir musikalisch ein kleines Dankeschön loswerden. Das heißt also, wir sagen Dankeschön musikalisch, wir können das anders sein. Wir verabschieden uns ganz herzlich von Ihnen. Bleiben Sie mir schön gesund, das ist die Hauptsache. Und ansonsten, liebe Gäste, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Schönen Dank. Jetzt sind wegen der ersten Luftballons fort. Also, tschüss, macht's gut, bleibt schön gesund und ein kleines Dankeschön an euch alle. Dankeschön.
nicht vergessen natürlich, es ist für uns kein Name genannt worden, aber ich kann es mir erlauben, ruhig mal auch der Konditorei Hartwig zu danken. Die Dame hat ja den ganzen Tag mit dem langen Messer, mir war es schon himmelangst, aber sie hat wirklich nur Kuchen geschnitten, alles klar. Liebe Gäste, einen Applaus nochmal an die Dame Konditorei Hartwig. Ja, alles klar, ist es raus, ich nehme sie wieder zurück. Ja, alles klar. Okay. So, liebe Gäste, mir bleibt nur noch übrig, Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Wir verabschieden uns jetzt, wir backen jetzt unseren Krempel ein. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Macht's gut. Schönen Dank für euren Besuch. Tschüssi.